genau das. Es gibt noch eines. Die Tizi Prawn liegt an der thailändischen Küste vor Anker. Die wühlen wohl in den Rest, die du zurückgelassen hast. Gute Arbeit, Sim. Danke. Ruh dich ein bisschen aus. Ab hier übernehme ich. Sei vorsichtig. Und wenn du Amanda siehst, bestell dir Grüße von mir. Gott, warum schon wieder ein Motorrad-Level? Ich verstehe es nicht. Was habe ich überhaupt verbrochen? Also... Nee, oder? Dieses Motorrad war im Level davor schon keine gute Idee. Wie kommen die Entwickler darauf, dass es jetzt eine gute Idee ist? Würde mich jetzt schon mal irgendwie interessieren. Fahrzeuge mit Scheißsteuerung sind nie eine gute Idee, es ein Spiel aufzubessern, ganz ehrlich. Irgendwie hat Tomb Raider Underworld eine Identitätskrise, was es sein will. Will es ein Plattformer sein? Will es so sein wie Tomb Raider 1 oder will es so sein wie Mario Kart? Ich versteh's nicht. Warum brauche ich diese scheiß Fahrsequenzen mit scheiß Steuerung? Warum? Entweder hasst Crystal Dynamics seine Tomb Raider Fans oder Fans generell, oder es ist einfach nur... Keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Sagt mir eure Meinung dazu. Gut. Halle der Gefallenen. Valhalla. Odins Halle, in der sich die gefallenen Krieger auf die letzte Schlacht des Ragnarok vorbereiten. Ist also das Valgrind, das Tor der Gefallenen. Alt ist dies Tor und es zu öffnen vermögen nur noch wenige. Wo sind die Valkyren, wenn man sie braucht? Da hinten vielleicht? Ja, und wir kämpfen gegen mehr so Gegner wie vorhin. Meine Begeisterung ist wahnsinnig hoch im Moment. Denn irgendwie ergibt auch die... Irgendwie ergibt in diesem Spiel irgendwie gar nichts Sinn, ja. Gameplay ist ziemlich copy-paste, recycled, wie recycled das. Wie jetzt das Motorrad und die Mario Kart Levels. Gegner, so, habe ich vorhin schon unzählige Mal bekämpft, aber anscheinend ist das toll. Ich weiß es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. So, die Tür geht nicht auf. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier machen sollen. Da ist irgendein Block. Die scheinen hier irgendwie rein zu passen oder rein zu gehören. Dann müssen hier noch mehrere Blöcke sein wahrscheinlich. Hier ist auch einer. So. Hier ist auch wieder einer. Und 100 Pro, wenn die alle drin sind, können wir dieses Ding hier drehen oder sowas. Weil hier sind schon wieder Stäbe an den Seiten hier oben. Ja, oder es dreht sich automatisch, das ist mir sogar noch lieber. Wenn ich hier da jetzt hochbalancieren muss, dann kriege ich einen Vogel. Bitte was?
Ich muss hier tatsächlich hoch, oder was? Warum muss ich hier hoch, wenn ich die ganze Zeit damit verbracht habe, nach unten zu kommen? Das ergibt keinen Sinn. Für mich zumindest nicht. Auch falls sich was auf dieser Säule befinden sollte, es ergibt für mich keinen Sinn. Ja, Lara, das hast du super gemacht, anstatt hier hinzuspringen. Ja. Ich glaube, ich muss nicht erwähnen, wie total beschissen die Steuerung ist in diesem Spiel, oder? Ich habe ihr nicht gesagt, auf die Seite zu springen. Und was macht sie? Sie springt auf die Seite. Das ist so toll von dieser Frau, ja. Also. Nee. Was habe ich nur verbrochen? Sollte sich dieses obere Stück nicht auch drehen irgendwie? Oder verpasse ich da gerade irgendwie was? Ich weiß es nicht. Ach, hier kann ich was machen. Jetzt muss ich das wahrscheinlich so drehen, dass es passt. Irgendwie so wahrscheinlich, dass ich hier raufkomme. Lara, lass halt los, wenn ich schon den Knopf drücke, oder? Wo ist denn das Problem? Die Frau macht, was sie will. Ich gebe überhaupt keine Kommandos und sie springt und turnt und macht und tut. Nee, wirklich, nee. Also, nee. Teilweise verstehe ich dieses Spiel nicht. Also. Wie ich es mir gekauft habe, ich dachte, boah, Tomb Raider, das kann ja gar nicht so schlecht sein, oder? Anniversary war auch so okay und Legend war ja auch okay, dann könnte Underworld nur noch besser sein normalerweise, aber Gott, wie habe ich mich getäuscht. Gott, 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 Gott. Und ich denke nicht, dass ich hier übertreibe, ja? Dreht sich schon. Lara, spring halt hoch. Da springt sie immer gegen die Wand wie so ein hirnamputiertes Lemming-Wiesel. Cool, sie stand schon oben und glitscht wieder runter. Das ist auch super. Besonders wenn man bedenkt, dass es überhaupt nicht hoch ist. Da kommt Dampf raus. Warum auch immer. Ja, geh halt vor, du dummes Miststück, du dummes Miststück! Gott! Das ist dumm ohne Ende. Ja, jetzt falle ich wieder ganz runter, oder? Hallo, geht's noch? Da baue ich ein beschissenes Rätsel ein mit Dampf und weiß der Geier was, mit einer Steuerung, die hinten und vorne nicht richtig funktioniert, und dann geht's auch noch auf Zeit. Hey, das ganze Spiel ist von vorne bis hinten eine Tragödie. Ohne Witz. Ohne Witz, verdammt nochmal. Das ist eine Tragödie. Kamera, Steuerung, Level-Design, das ist... Ah. Also wirklich hammerhart. Manche Spiele werden ja mit jedem Teil besser und besser und besser und besser, ja, und bringen neue Sachen mit ins Spiel hinein, aber Tomb Raider hat das Memo anscheinend nicht bekommen. Ja, was ist denn jetzt wieder? Da stehe ich schon oben und dann fällt sie einfach runter. Fick dich, Lara. Fick dich, fick dich, fick dich. Wahnsinn!
kann man echt nichts mehr dazu sagen, hey, ohne Witz. Du drückst die Tasten, aber die Frau geht nicht in die Richtung. Ja, was ist jetzt? Warum bewegst du dich nicht? Sonst passiert nichts. Meine Fresse, von vorne bis hinten kaputt, ja. Also, da frage ich mich, warum manche Firmen Qualitätskontrolle haben, ja. So eine Abteilung in der Firma, die dazu zuständig ist, dass auch die Qualität stimmt. Waren die zu dem Zeitpunkt nicht immer im Haus, oder wie sehe ich da? Also, wirklich, das ist ja mehr als lächerlich teilweise. Ja, was war jetzt das da unten? Ich liebe so Kameraschnitte, die nichts sagen sind. Einem irgendwas zeigen, ob es passt oder nicht. Das ist scheißegal. Verstehen muss man es nicht. Ja, war das jetzt das oder war das das nicht? Oder ist es das nächste? Das war's anscheinend. Ja, Licht. Toll. Alles für einen Lichtstrahl. Hätte ich meine Taschenlampe auch hier nehmen können. Ja, jetzt muss die ganze Scheiße wieder runter, oder was? Ich sehe, das wird schmerzhaft. Für meinen Körper wie für meinen Geist. Okay, das ging ja jetzt noch einigermaßen. Und ich sage das vorsichtig, mit einigermaßen. Warum diese Schrei-Sterbe-Animation, wenn dir überhaupt nichts passiert ist? Muss man nicht verstehen. Warum hält sie sich nicht an diese Stufen ein? Warum hältst du dich nicht ein, ja? Warum, Lara? Warum? Das ist alles, was ich wissen will. Warum? Ich glaube, ich sollte von Crystal Dynamics ein offizielles Entschuldigungsschreiben einfordern, warum sie mich hier so foltern. Ja? Also, wirklich. Ich habe schon lange kein so sadistisches, kaputtes Spiel mehr gespielt, als wie Tomb Raider Underworld. Ohne Witz! Dieses Spiel ist einfach nur kaputt. Ja, von vorne bis hinten kaputt. Warum hältst du dich nicht ein, du...